Wenn Erdplatten sich verschieben und damit tektonische Spannungen auslösen, kommt es irgendwann zu einem Erdbeben, heftiger oder weniger heftig, meistens sehr heftig, je größer eben die Spannung ist. Und derzeit ist die Spannung zwischen den Notenbanken extrem groß. Da ist die große Notenbank, der große Wal Fed, also die US-Notenbank, die auf die Inflation reagiert, die sagt, ja, da müssen wir was machen, wahrscheinlich auch einen Regierungsauftrag von Joe Biden dazu hat, bring mir die Inflation nach unten. Und wir haben eine EZB, eine Bank of Japan, die beide noch in Lala Land leben und glauben, sie könnten mit ihrer Geldpolitik einfach fortfahren. Das hat heute die Bank of Japan nochmal klar betont. Wir erwarten, dass die Zinsen auf aktuellem Niveau bleiben oder niedriger sind, und das in diesen Zeiten, das ist unglaublich. Dementsprechend sehen wir eine Art Crash, jetzt beschleunigter Crash beim Yen, Dollar-Yen, jetzt massiv über die 130er-Marke gestiegen, und das droht dem Euro auch, wenn die EZB so weitermacht, die ja so ein bisschen wie Don Quixote, ebenso wie die Bank of Japan, wie Don Quixote gegen Windmühlen kämpft, hat man das Gefühl. Da wird also völlig an der Realität vorbei, werden irgendwelche Dinge gesagt, wir erwarten keine Rezession, wir haben eine völlig andere Wirtschaft als die USA. Naja, klar, die wächst vielleicht nicht ganz so schnell, aber es gab ja doch eine deutliche Erholung nach Corona. Also da werden Ausflüchte gesucht, damit man möglichst irgendwie diese Geldpolitik beibehalten kann. Und das entgegen fast aller anderen Notenbanken der Welt. Hier schauen wir uns mal die Übersicht an. Was war der letzte Schritt? Cut oder Hike, also Zinsanhebung oder Zinssenkung. Und wir sehen, Cut, also Zinssenkung, ist bei den wichtigen Notenbanken schon viele, viele Jahre her. Aber Hike ist der Fall etwa in Schweden. Wir sehen das in Australien. Wir sehen das in etwa UK, in Norwegen, in so vielen Ländern, Kanada, Südkorea, wie sie alle heißen, Chile, Brasilien und so weiter und so fort. Überall werden die Zinsen angehoben. Es gibt ein paar Versprengte, die Zinsen senken, so wie die russische Zentralbank. Da war der letzte Schritt eine Senkung, nachdem man die Zinsen innerhalb kürzester Zeit verdoppelt hat. Also das ist ein klarer Trend. Die Notenbanken der Welt reagieren auf die Inflation, die überall ja vorhanden ist. In einigen Ländern weniger, in anderen stärker, aber sie ist überall ein echter Faktor geworden. Und hier die EZB, die meinte, sie könnte eben weiterspielen. Die Bank of Japan ist besonders krass in dieser Hinsicht, und der Markt exerziert geradezu ein Exempel jetzt am japanischen Yen, der abverkauft wird, der im freien Fall sich bewegt. Denn hier Kuroda, hier sehen wir es, der hatte gesagt, also wir machen so weiter. Es gibt ja da eine Zinskurvenkontrolle. Man lässt also etwa die 10-jährige Anleiherendite nicht über ein bestimmtes Niveau steigen in Japan. Und das bedeutet, dass man dann immer wieder Anleihen kauft oder droht, Anleihen zu kaufen. Also Nachfrage, künstliche Nachfrage erzeugt gewissermaßen. Damit allerdings seine Bilanz, seine Zentralbankbilanz weiter ausweitet und damit eben den Yen schwächt. Und jetzt hat Japan inoffiziell schon versucht, die Amerikaner zu einer Intervention zu überreden. Sie scheinen damit nicht erfolgreich gewesen zu sein, wie wir hier an diesem Chart auch sehen. Solange jetzt diese Differenz, diese tektonischen Spannungen der Fall sind, sehen wir Brüche, Bruchstellen innerhalb der Märkte. Das ist vor allem der Yen derzeit, das ist aber auch der Euro. Hier sehen wir mal, wie Lagarde ja jetzt immerhin gesagt hat, vielleicht werden wir im Juli dann mal die Zinsen um 0,25% anheben bei einer Inflation, die möglicherweise dann im Juli, keine Ahnung wo liegt, zweistellig ist. Wir dürften wahrscheinlich noch zweistellige Zahlen sehen. Heute kommen die deutschen Verbraucherpreise, 14 Uhr, HVPI, das wird sehr, sehr interessant. Jedenfalls glaube ich, dass unter einer Lagarde, unter diesem Gremium, die EZB nicht zu retten sein wird, schafft die EZB ab and the ECB. Da bin ich übrigens der Auffassung, dass das notwendig ist als ein Schritt hin zu einer Art Gesundung. Und die EZB, die hatte wirklich Humor. Sie hatte hier eine Umfrage gestartet und festgestellt, also wenn jetzt die Leute spüren, dass sie praktisch von der EZB mehr oder weniger im Stich gelassen werden, dann verlieren sie auch Vertrauen. Die EZB hat das hier als Income Inequality. Wenn die zu groß sei, dann geht das Vertrauen in solche Institutionen wie die EZB verloren. Ja, also ich glaube, die Leute haben jetzt weniger Wege
wegen den Einkommensunterschieden kein Vertrauen mehr in die EZB, sondern weil sie sehen, was der Fall ist, weil sie im Supermarkt merken, an der Tankstelle merken, an der Gasrechnung merken, überall merken, da läuft was aus dem Ruder, und dann hören sie sich die Fantasiegeschichten einer Lagarde an, die ja teilweise noch fantasievoller ist als Marcello Fraccherino. Und das muss man erstmal schaffen, und das ist so ein bisschen wie Potemkinsche Dörfer. Die Leute spüren, dass da irgendwelche Fassaden vorgeschoben werden, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Deswegen geht Vertrauen verloren und deswegen fällt auch der Euro, weil natürlich die Investoren weltweit das auch kapieren. Nicht nur, weil natürlich Europa hier nahe am Ukraine-Krieg ist und dementsprechend auch von diesen ganzen Energiethemen auch mal anders betroffen ist. Jedenfalls sehen wir die Folgen. Der Dollar nähert sich einem 2-Jahrzehnte-Hoch, das wir hier möglicherweise sehr bald erreichen, nämlich der Dollar-Index, also dieser Währungskorb. Normalerweise ist das nicht so gut für die Aktienmärkte. Normalerweise ist ein steigender Dollar eher schlecht für den S&P 500. Wir sehen hier, dass die Erholung im S&P 500, die gestern so ein bisschen eingesetzt hat, noch nicht angekommen ist bei den sogenannten High-Yield-Bonds. Das sind die verwundbaren Stellen sozusagen, die zeigen, wo diese tektonischen Spannungen sind. Hier reagiert man auf die Fed-Politik, auf die Zinsanhebungen, die angekündigt sind, die Junk-Bonds, die viel zu niedrig rentieren angesichts des Risikos. Da sagen jetzt die Investoren, oh, da müssen wir noch deutlich mehr verlangen, zumal eben der Dollar, der Anstieg des Dollars auch ein Krisenzeichen ist. Da versucht man in den sicheren Hafen zu kommen, auch wenn das natürlich faktisch kein sicherer Hafen ist, wie wir alle wissen. Aber sie sind eben alle in Dollar verschuldet. Dementsprechend ist das dann doch ein Symptom. Die einzige Währung, die derzeit steigt, könnte man sagen, gegen den Dollar ist der Rubel. Das muss hier Rubel-Dollar heißen und nicht Dollar-Rubel, by the way. Und da sagen jetzt die Freunde Russlands, ja, ist doch super, aber es ist für Russland nicht gut. Deswegen will wahrscheinlich die russische Notenbank bald nochmal die Zinsen senken, denn ein zu starker Rubel heißt, dass man die holländische Krankheit bekommt, dass man das Problem hat dann auch, wenn die anderen Energie kaufen und zahlen, dann wird das, was in Euro oder Dollar gezahlt wird, große Streitthema derzeit, in Rubel umgewandelt, und man kriegt eben weniger Rubel derzeit, wenn man hier diesen Rubel so weit aufwerten lässt. Wir sehen auch, dass etwa der Renminbi, also der Yuan, zum Dollar deutlich abwertet, nur der Rubel nicht. Auch hier wieder eine Sonderstellung Russlands. Kommen wir mal zu den Märkten. Hier sehen wir, dass die FANG-Aktien ja massiv unter Druck gewesen sind. Da ist es richtig runtergegangen. Aber jetzt zum Monatsende, da könnte noch mal was nach oben gehen. JP Morgan sagt hier am Optionsbereich, da könnte jetzt sozusagen eine Mechanik in Gang setzen, die Indizes 1,5-2% nach oben bringen könnte. Und heute fängt es bisher auch gut an. Wir sehen eine technische Erholung, die sich andeutet hier in den Charts. Etwa wir haben im RSI sowohl beim SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500, als auch den Triple Q, maßgebliches ETF auf den Nasdaq, haben wir positive Divergenzen oben im RSI. Wir haben in der Stochastik gute Anzeichen für die Bullen kurzfristig, und wir dürften aus dieser Wedge hier auch beim Nasdaq vielleicht durchaus Strecke nach oben machen, absolut drin, ohne dass das übergeordnete bärische Picture damit aufgelöst würde. Das ist das Interessante. Und hier sehen wir, dass natürlich so ein bisschen Optimismus da ist, nachdem Facebook gestern 18% steigen konnte, respektive Meta-Plattforms. Nach den Zahlen, da waren die Erwartungen einfach so pessimistisch, dass es nicht schwer war, die zu schlagen. Und jetzt kommen wir mal zu meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood, die schon ein bisschen am Absaufen ist. Der ARK Innovation bei 50 gestern gewesen. Damit ist er jetzt 69% vom Allzeithoch entfernt. Und Cathy Wood ziemlich dick unter Wasser, etwa eine Teladoc, eine ihrer größten Positionen, ist jetzt 60% gestern runtergekommen. Also, da brennt die Hütte, und deswegen hat Cathy Wood dann auch mal einen Tweet abgesetzt und gesagt, also die Fed, die macht einen Fehler, gell? Also die Aktienmärkte und die Anleihenmärkte, die zeigen doch an, dass wir da möglicherweise eine ökonomische Krise oder Finanzkrise kriegen könnten, gell? Also bitte schnell zurückdrehen, die Geldpolitik, sonst läuft auch mein ARK Innovation noch ab, und das will doch keiner, oder? Ich meine, die Wirtschaft ist ja egal, und die Finanzkrise, hauptsächlich mein ARK säuft nicht ab, gell? Der ist allerdings schon abgesetzt.
angesoffen hier, dann haben manche kommentiert, ich habe diesen Ark bei 150 gekauft, jetzt lebe ich in einem Kasten, in einer Box. Und der andere sagt, ich habe bei 130 gekauft, wie gesagt aktuell bei 50, ich habe wenigstens ein Fenster in meinem Kasten. Das zeigt so ein bisschen, was hier der Fall ist. Also schon Rettungsrufe durch Cathie Wood. Oh, die FED macht einen Fehler und sie wird irgendwann umsteuern. Das ist keine Frage. Die Frage ist nur, wann der Punkt erreicht ist, wann sie umsteuert. Aber wir sehen, dass diese tektonischen Spannungen extrem sind zwischen den allermeisten Notenbanken der Welt und den wenigen, die sagen, Inflation interessiert uns nicht, wir machen einfach so weiter wie bisher. Wir sehen übrigens auch Spannungen im Bankensektor in den USA. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen S&P 500 und dem US-Bankensektor. Die Banken durchschnittlich fast 25% im Minus, der S&P 500, ja, so um die 10% im Minus. Also die Banken, die hat es richtig erwischt und das trotz steigender Renditen, aber der Zinskurve hat sich verflacht. Vielleicht gibt es jetzt bald Hoffnung, allerdings für die Bullen auch in von Seiten der Blackout Period. Nicht nur die Fed-Mitglieder sind in der Blackout Period derzeit, dürfen sich also nicht äußern, weil am nächsten Dienstag, Mittwoch ja die nächste Fed-Sitzung ist, sondern auch die Unternehmen dürfen keine eigenen Aktien zurückkaufen im Umfeld des Berichts ihrer Zahlen. Und wir sind jetzt so ein bisschen auf dem Hochpunkt oder haben den Hochpunkt überwunden von Unternehmen im S&P 500, die ihre Blackout Period bald hinter sich haben, respektive jetzt ihre Blackout Period haben. Derzeit sind es so um und bei gut 60% noch, die in der Blackout Period sind, also keine eigenen Aktien zurückkaufen können. Heute das Highlight neben Amazon natürlich Apple. Und das wird sehr, sehr spannend. Wir sehen, dass die Hälfte der Zulieferer von Apple, die in China operieren, in Lockdown-Areas sitzen. Also das könnte für Apple ein Riesenthema werden in Sachen, ja, kriegen wir überhaupt die iPhones geliefert, wenn die Bestellungen da sind. Hier sehen wir, dass auch charttechnisch für Apple sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Kann diese Aufwärtstrendlinie, kann dieser Aufwärtstrendkanal verteidigt werden? Das werden wir sehen. Kommen wir jetzt nochmal nach Europa. Da ist ja diese Spannung. Firmen bestellen Gas und müssen das allerdings tun, indem ein Rubelkonto eingerichtet wird. Auf dieses Rubelkonto kann man mit Euro oder Dollar zahlen. Dann allerdings wird dieses eingezahlte Geld in Euro oder Dollar umgewandelt in Rubel. Und da sagen manche, machen wir nicht, andere sagen, machen wir. So etwa die deutsche Uniper hat das wohl gesagt. Jetzt gibt es da immer mehr Clash eben zwischen Firmen und Staaten. Firmen sagen, wir wollen das machen. Staat sagt, nee, wollen wir eher nicht. Die EU-Kommission hat gestern in Gestalt von der Leyen ja gesagt, das verletzt die Sanktionen. Allerdings war das noch so windelweich gespielt. Bisher hat sie damit noch nicht wirklich gedroht, dass dann auch gegen die Firmen anzuwenden. Also da ist man noch auf der Suche nach einer gemeinsamen Linie und in der zweiten Hälfte diesen Monats dürfte auch in Deutschland eben die Frage anstehen, ob jetzt wirklich das Gas abgedreht wird, wenn eben eine Firma wie Uniper vielleicht durch die Politik gezwungen wird, eben sich diesen Prozedere, Einrichtung eines Rubelkontos, auf das man dann in Euro und Dollar einzahlt, verweigern wird. Schauen wir uns hier nochmal an, wie stark die einzelnen Staaten von Gas aus Russland abhängig sind. Lettland, dann Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei, Bulgarien, Finnland, Deutschland, Polen, die ja schon abgekoppelt sind, die sind besonders stark betroffen. Dementsprechend dürfte dort die Neigung, irgendwie da Kompromisse zu finden, wohl auch am stärksten sein. Insgesamt aber gilt, dass wenn wir diese Energiewende, diese, wie soll man sagen, Nachhaltigkeitswende, die ja hier jetzt geplant ist, dann sehen wir, dass wir ungefähr 35% mehr Kupfer dafür bräuchten. Wir bräuchten ungefähr 100% mehr Nickel, als wir derzeit überhaupt liefern können. Und wir bräuchten 35 mal so viel Lithium und etwa 26 mal so viele seltene Erden. Also das bedeutet, dass hier, wenn eben diese Abkehr jetzt von fossilen Energieträgern, die durch diese Russland-Invasion in der Ukraine noch verstärkt wird, jetzt wahrscheinlich die Notwendigkeit derselben, dann brauchen wir schlichtweg diese Rohstoffe, die teilweise auch nicht so super gesund sind, gerade nicht beim Abbau, aber das bedeutet, dass ich persönlich nach wie vor sehr optimistisch bin für Rohstoffe und dementsprechend denke, dass das ein interessantes Investment bleiben wird. Interessante Zusammenhänge, übergeordnet, jetzt mal für Sie. Russland, China, zwei Taumelnde gegen den Westen, wo mal ein bisschen genauer geguckt wird, wie stehen eigentlich Russland und China zueinander.
Wo sind Ihre Stärken? Wo sind Ihre Schwächen? Hochinteressanter Artikel, das ist das erste. Und der zweite ist nicht weniger interessant. Gazprom mit Gaslieferstopp. Warum Experten das gelassen betrachten, damit sie diese ganze Gasthematik vielleicht mal ein bisschen besser noch verstehen können. Also diese beiden Artikel, meine Damen und Herren, bis heute Abend zum Marktflüster. Wir werden dann auf Finanzmarktwelt natürlich Amazon und Apple abbilden. Jetzt sage ich erst einmal unter Verweis auf diese beiden Artikel. Servus und ciao.